Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es wurde Zeit für mein Rolling Project Pen, weil ich heute auch noch ein 10-10 und so. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann muss das nicht länger nach hinten ziehen, dann passt das. Und ja, legen wir direkt los. Und wer Bock hat zu erfahren, wie es lief diesen Monat, der darf auf jeden Fall gerne dranbleiben. Viel Spaß bei dem Video. Jo, fangen wir an mit Isana Young Waterproof Augen-Make-up Entferner. Der ist jetzt leer. Ich fand den okay. Ja, okay war der. Angeblich habe ich davon am Schluss noch 60 Milliliter aufgebaut, was ich mir eigentlich kaum vorstellen kann. Oder. Nein, ich habe den schon ausgewogen. Ah, nein, gar nicht wahr. Okay. Der hat am Anfang noch 20,7. Ja, jetzt komme ich. Jetzt sehe ich es gerade. Entschuldigung, ich habe das zweimal aufgeschrieben. Deswegen bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Nee, alles gut. Dafür mit reingenommen. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon gezeigt hatte. Deswegen. Ne? Rival de Loop mit Zellentechnologie, diesen Augen-Make-up-Entferner, der war ja so toll, ne, und habe ich noch von gehabt und deswegen habe ich ihn rausgekramt. Wird ja auch nicht besser, ne? Habe ich so viel von aufgebraucht. Da oben der Fortschritt, ne, war ist okay. Um die 40 Milliliter tatsächlich. So, dann Rituals Body Butter. Ritual of Anahata. Ich liebe es, ja. Ach. Habe ich jetzt auch eine Nase? Nee. Ja, Pinie mit Rosewood. Wunderschöner Duft. Leider eine LE gewesen. Mittlerweile super, super, super teuer. Ungefähr 30 Milliliter habe ich davon aufgebraucht. Shea Moisture Detangler habe ich noch nicht viel von aufgebraucht, wie man hier sieht. Ja, erstmal Haare sind ja kurz, aber ich verwende nämlich im Moment halt das hier so als Leave-In, Locken-Activator, was auch immer. Und dann das da noch dazu ist zu schwer. Deswegen werde ich erstmal das da aufbrauchen und dann kommt das da dran. Ne? Da habe ich aber 4 Milliliter ungefähr von aufgebraucht. So, jetzt die Zahnpasta. Da haben wir ja immer um die 10 Milliliter, 10 bis 11. Ne? Haben wir diesmal wieder. Bin mal gespannt, wann die leer ist. Wird natürlich immer leerer. Ich bin da mittlerweile bei 50 Milliliter aufgebraucht. Wie viel ist da drin? 100. Okay, da habe ich wohl noch einiges vor mir. Gucken wir mal. Aber ich mag die. Dann tun wir hier das Body Spray, was ja, was ich die ganze Zeit immer gedacht habe, es wäre eins, aber was ja ein Gesichtsspray ist, ein zum Setten. Von Essence wird immer leerer, wie man hier sieht. Also es ist nicht mehr viel drin. Ja, was habe ich denn davon? Auch um die 11. Ja. Komisch, weil das Hot Setting Spray benutze ich ja normalerweise mehr. Aber ja gut, ich schminke mich ja im Moment nicht ständig. Ne? Tu mal da rein. Dann, das müsste das Lockenzeug sein. Ich komme mittlerweile selber nicht mehr klar, was für Striche hier die richtigen sind. Ich glaube, das hier war der letzte Fortschritt und jetzt sind wir hier. Da habe ich 42 Milliliter circa von aufgebraucht. Ist in Ordnung. Ich denke mal, ja, beim nächsten Mal wird es leer. Denke ich, hoffe ich. Ja. Dann schmeiße ich auch die Pulle weg. Dann hatte ich das Emma-Samen Strahlen Vitamin C Drops. Hatte ich ja mit reingenommen. Da muss man hier unten drauf drücken, damit die Drops hier oben rauskommen. Da habe ich schon die nächste Seite. Nee. Circa 5. 5 Milliliter von aufgebraucht. Ja, mag ich übrigens. Nachtöl von Isana Repair Konzentrat. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Letzter Fortschritt war da und jetziger ist hier. Also ich habe es ordentlich verwendet, benutze es immer für Gesicht, Hals und Dekolleté. Habe ich 7 Milliliter um den Dreh von aufgebraucht. 7,5, wenn ja, vielleicht. Also 7 auf jeden Fall. Dann
James Reed Selbstbräunungsspray. Stellt euch vor, ich habe es mal verwendet. Auch heute wieder. Ich glaube, ich habe es 2-3 Mal verwendet. Konnte auch wieder einen kleinen Fortschritt hier einzeichnen. Wartet mal. Besser so, ne? Also wirklich, man braucht da ja nicht viel von. Aber ich habe es Gott sei Dank wieder ein wenig verwendet. Bedeutet in dem Fall 3 Milliliter ungefähr. Dann haben wir noch ein Isana Nachtprodukt und zwar das Hand- und Nägel-Elixier. Da habe ich auch diesmal ein bisschen was von verwendet und schaut mal, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier der zweite, also hier ist ja erster, zweiter und dritter, also fortschrittmäßig, ne? Um die 3 Milliliter. Dann habe ich Handcreme von Douglas. Ca. 12 Milliliter oder 12 Gramm habe ich davon aufgebraucht. Ja, das ist doch okay. So, also 12 ist in Ordnung. Ist auch eine schöne Handcreme. Dann noch ein Shea Moisture Produkt. Auch eine Ballade, Entschuldigung. Das heißt, Entschuldigung, aber hier auch nicht viel Fortschritt. Aber da braucht man auch wirklich sehr, sehr wenig von. Sehr ölig, sehr reichhaltig, das Zeug. Da habe ich ca. 15 Gramm trotzdem von aufgebraucht. Dann habe ich ja den St. Moritz Spray, den vor allen Dingen das Spray rausgenommen und habe dafür den, was habe ich euch das schon gezeigt gehabt, wahrscheinlich, ne? Ja, ich denke. Den NYX Lippenbalsam habe ich dafür reingenommen. Ich habe im Moment durch das ständige Luft holen und immer dieses Atmen habe ich sehr trockene Lippen. Und ja, weil ich muss dann so manchmal so die Übelkeit wegatmen. Das hört sich komisch an. Ja, aber hier ist schon so eine Art Hitzepan drin. Habe ich 0,26 von aufgebraucht. Ja. Wo ist das A hier? Und dann zu guter Letzt habe ich von L'Oreal dieses Serum. Ich denke mal, 2-3 Monate wird es noch reichen. Heftig eigentlich, wie lange man so darauf rumnuckelt auf sowas. Ne? Hier ist auf jeden Fall mein Fortschritt. Ja, was habe ich denn davon dann aufgebraucht? Circa 20 Milliliter, ein bisschen weniger. Aber das meiste bisher. Okay. Und das war es auch schon wieder. Also ich hätte euch gerne mehr In and Out gezeigt, also was ich aufgebraucht habe, aber war diesen Monat leider nicht so. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann.